Ich heiße Malte Krämer. Ich bin Leiter der Kinderklinik hier am Klinikum Frankfurt-Oder seit 1.9. diesen Jahres. Ich bin froh, dass ich hier bin. Wir können dadurch sozusagen die Versorgung der Kinder und Jugendlichen in der Region stärken. Es ist bisher ein gut aufgebautes Klinikum gewesen. Wir sind die drittgrößte Kinderklinik im Land Brandenburg und haben dadurch einen hohen Versorgungsauftrag in der Region, die Kinder, die stationär, also im Krankenhaus behandelt werden müssen, anzunehmen. Und die Aufgabe habe ich nun neu übernommen und freue mich sehr auf die Jahre, die hier vor uns liegen. Es gibt ja immer so eine Spezialisierung. Jeder hat ja so sein Steckenpferd. Wo sehen Sie das hier in Frankfurt auf der Kinderstation? Also wir haben ja eine Station für Neugeborene mit 20 Betten und wir haben eine Station für Säuglinge, Schulkinder, Kleinkinder von 25 Betten. Und der Schwerpunkt, den wir hier haben, ist, wir können anwenden die Lungenheilkunde, wir haben einen Lungenfacharzt für Kinder, wir haben einen Rheumafacharzt für Kinder. Und was neu ist, ist, dass die Kinder Bauchschmerzen, also Gastroenterologie, Leber-, Darmerkrankungen, das ist ein neuer Schwerpunkt, den ich mitbringe, der hier angeboten wird. Und nächstes Jahr kommt ein weiterer Schwerpunkt hinzu, das ist die Kinderpsychosomatik. Also die Kinder, die sozusagen körperliche Leiden haben aufgrund seelischen Druck. Ja? Das sind sozusagen die Schwerpunkte, die wir hier anbieten können. Man sagt ja immer als Erwachsener, ja, warum sollte denn ein Kind da irgendwo auf behandelt werden? Das hat ja noch gar keinen Stress. Aber da denkt man ja eigentlich komplett falsch. Kinder sind ja doch gar nicht so wie wir Erwachsene, wo sie viele Sachen anders einordnen können. Sie sehen Sachen, verstehen Sachen vielleicht auch anders und schlucken das oftmals. Ist das vielleicht genau der Punkt, wo man ansetzen sollte? Ja, also das ist so, die Kinder haben schon oft Probleme, die, sage ich mal, das kann sein, es fängt in der Schule an mit Mobbing. Ja, man hat da nicht nur so das Selbstwertgefühl. Und dann kommen Situationen, wo dann innerlich doch der psychische Druck so groß ist, dass er sich in körperlichen Symptomen äußert. Das können chronische Bauchschmerzen sein, dann mag man nicht zur Schule gehen, weil man da gehänselt wird. Und dann kommt es zu einer Verfestigung, ja, weil die Kinder lernen dann, ach so, wenn ich Bauchschmerzen habe, dann muss ich nicht zur Schule gehen. Dann haben sie vielleicht den nächsten Tag oder den übernächsten Tag wieder Bauchschmerzen und dann verfestigt sich das. Und dann kommt es manchmal zu einer Situation, wo die Kinder dann monatelang zum Beispiel nicht zur Schule gehen, wegen den Bauchschmerzen. Man findet aber organisch an den Bauchschmerzen nicht, sondern man weiß, das Gehirn und die Botenstoffe so miteinander sprechen, dass die Kinder dann das als Bauchschmerzen entwickeln daraufhin. Und dann kann man aber nicht den Darm direkt behandeln, weil der ist im Prinzip gesund, sondern man muss den Kindern das Selbstwertgefühl stärken mit Kunsttherapie, mit Gesprächstherapie und zu gucken, wo sind ihre Nöte, dass sie dann mit diesen Problemen besser umgehen können und wieder letztendlich auch die Schule besuchen können. Ist das jetzt relativ neu, dass man da diesen Weg geht, oder haben viele Ärzte schon erkannt, dass man da eigentlich angreifen müsste? Also das ist nicht neu, aber es ist in den letzten Jahr und Jahrzehnten eine Zunahme dieser Patienten beobachtet worden. Ja, das hat sicherlich auch mal der Lockdown, hat das auch nochmal bewirkt. Da gibt es auch Zahlen zu, dass gerade so Ängste bei Kindern und Jugendlichen zugenommen haben. Und auch solche Ängste können so körperliche Symptome auflösen, wie Schwindel, wie Kopfschmerz, sage ich mal, wie Zittern. Diese Sachen kann man und muss man unbedingt behandeln, weil das ist sonst ein Selbstläufer. Das wird von alleine oft nicht besser. Ja. Gerade wenn Sie jetzt Corona sagen, dieser Lockdown, was sind das so für Ängste, die die Kinder da entwickeln? Na, die haben Ängste. Wie geht es weiter mit der Schule? Was ist mit den Eltern? Die familiäre Situation? Möglicherweise die Arbeit vom Vater? Also das sind ganz individuelle Dinge. Selber Angst, sich an Corona anzustecken. Ja, zum Beispiel auch, dass man sozusagen übertrieben Handwäschung vornimmt. Und das sind zum Beispiel solche Ängste, die da auftreten. Also Sie wollen dieses Gebiet hier aufbauen. Wann kann man ungefähr damit so, ja, ich mal grob über den Daumen gesagt, rechnen, dass man hier Unterstützung bekommen kann? Also wir bauen das Gebiet zusammen auf mit Dr. Burkhardt aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und der
Der Umbau ist jetzt genehmigt. Wir bauen eine Station um, kindgerecht, für Kinderpsychosomatik. Und es wird erst Anfang nächsten Jahres losgehen. Super. Ja, vielen lieben Dank. Gerne.